Schwarz-Weiße, ein bisschen Land und danach Schwarz. Herrlich. Das ist unten ein Gewässer. Ich nehme an, es ist die Ostsee. Und wir kommen zurück. Irgendwo. Nirgendwo. Mit Egon, Nacheule und einer sehr lustigen Aufnahme. Bisher, ja. Bisher. Herzlich willkommen zurück auf dem Flug nach Helsinki. Von Warschau in unseren beiden A320. Und in 30.000 eingefrorene Füßen. Ja, bei Egon zumindest. Bei mir frieren die Triebwerke, glaube ich, demnächst ein. So, die Hostess kommt auch in die Kabine. Die beschwert sich gerade, dass es langweilig ist. Ich finde es auch langweilig. Ich werde mal wieder ein Filmchen starten. So, dann werden wir erstmal gucken. Wir sind hier gerade mal so, falls ihr euch wundert, was ich mache. Ihr seht das natürlich nicht. Eine Logik? Wir reden gar nicht weiter drüber. So, ich habe jetzt, warte mal, lass mich mal kurz nehmen. Erzähl mal, wie das Wetter ist nach Höhle. Also, Wetter. Wir erwarten eine, ja, was soll ich sagen? Also, es ist herrlich. Wir schauen runter, wir sehen nichts. Es ist dunkel. Wir schauen nach vorne, wir sehen nichts. Und wir schauen nach rechts, wir sehen nichts. Also, wir sehen, nichts. Und, so. Ja, es wird schönes Wetter. Holen Sie Badehose raus und dann gehen Sie hier einfach mal baden, würde ich vorschlagen. Soll ganz schön sein. Ja, hier, also, es bietet sich an, baden zu gehen. Ja, das hat mir mein Cousin letztens auch empfohlen. Nee. Naja, egal. Ich lasse es lieber und übergebe mich wieder zu Egon. Was nimmst denn du? Wenn das gut ist, gib mir was ab davon. Behalte nicht für dich. So, wir sind noch exakt entfernt. 240,7 nautische Meilen. Die DME, was ist denn bei dir hier die Frequenz für deine DME? 240,7? Nee, 114,2, das ist schon die Frequenz von Helsinki. Ja, wir sind nämlich nur noch 233 Meilen entfernt. Oder ich zumindest. 233 Meilen, dann können wir bald mal einen Landeanflug angehen, wa? Hier wird's wolkig und dunkel. Wolkig? Ich sehe nichts. Na, ich sehe hier ein paar Wölkchen. So, ich sehe jetzt übrigens auch Wasser vor mir. Das ist beunruhigend, weil... Gute Egon. Ich gucke auch gerade, ich habe dich vorhin noch rumflitzen und rum... Ich sehe dich da vor mir blitzen. Aber du müsstest schon wieder ein bisschen schneller geworden sein, wa? Kann das sein? Ja, bin ich auch, aber der Egon ist weg. Also nee, ich sehe deine Schrift nicht mehr. Nee, deine Schrift sehe ich inzwischen auch nicht mehr, aber ich könnte mal gucken, ob ich das so erörtern kann. So, du müsstest jetzt genau über die Küste rüberfliegen, ne? Ja, ich bin schon weiter. Ich bin weg von dir. Warte mal, ich kann ja mal hier kurz auf meinen Radar gucken. Ich habe dich nicht mehr auf meinem Radar, das gibt's da wohl gar nicht. 40 Meilen, so. Vielleicht bist du auch schon eingefroren. Nee, du bist 30 Meilen vor mir. Gute 30 Meilen. Wie schnell fliegst du laut deinem Tachometer, hätte ich mir gesagt. Das ist, ich fliege 458 tatsächlich. Tatsächliche fliege ich 454. Und Groundspeed 486. 422. Aber wieso hat mich gerade verwundert? Der Flugplan. Nee, mich ja inzwischen auch nicht mehr, aber mein Flugplan sagt doch kackenfrech zu mir, noch 287 nautische Meilen bis OKC 02. Will er mich das veraltern? Ach so, denn ist das jetzt der letzte Anlaufpunkt, wa? Och, Kinder, was macht ihr denn mit mir? Dann bist du doch auf richtigem Kurs und auf was ist denn? Das kann gut möglich sein, dass du weniger Punkte hast als ich. Ja, aber bei mir fliegt er auf meiner grün markierten Linie und ich bin aber laut dem Flight Sim Commander rechts vom, links vom Kurs. Du bist genau auf der Linie, was vorhin andersrum war. So, ich bin jetzt so vor dem Vor-IRP. Ah ja, siehst du, so geht das doch. IRP bin ich jetzt noch 13,7, dann müsstest du schon um die 20 hinterher liegen. Ich guck da einfach mal auf meinen Route Finder. Da müsste ich doch eigentlich noch so einen Navigationspunkt irgendwo zwischendrin haben.
Nee, TLL, na jetzt kommt bloß noch Begna, ITOR und dann geht schon den Landeanflug über. Das sind jetzt noch, warte mal, so Pi mal Daumen? 50, 58 Meilen, nee, das kann ich hinhauen. 68 Meilen, jetzt sind noch ein bisschen mehr, ne? Das sind noch viel mehr. Naja. 30. Ach, was ist der Deibel? Heute ist es so alles. Heute ist alles anders. Lustig, anders. Genau, die Welt ist eine Scheibe und wir fliegen um sie herum. Nee, ich sag jetzt nicht. Bin ich schon wieder gegen den Knauf gekommen? Ey, jetzt halt aber bald die. Ich hab jetzt extra Knauf gesagt. Ich wollte ja gerade noch was sagen. Lass es. Ja, ich lasse es auch lieber. Ja, willkommen. Wir sind jetzt hier wieder im Wasser. Oh, wir sehen die Sonne. Ist schon fast zur Hälfte weg. Ja. So, ich fliege, wie gesagt, jetzt gerade auf den Teich da. So, ja, sieht auch gut aus. 598 Knoten, 7 Grad. Wie viel Grad haben wir es denn draußen eigentlich? Warte, wir haben draußen. Minus 28. Tatsächlich? Was war denn satt nochmal? Und wie ist er? Sat 1 bei minus 55 Grad, obwohl so beschissen wie der Sender momentan ist, ist das echt angefroren. Die Isar ist minus 2 Grad kalt, also wer in der Isar baden will, lass es. Naja, ich weiß ja gar nicht, ob wir Zuschauer aus München haben. Wenn ja, dann wird er bestimmt nachher rausgehen, oder wenn er sieht, rausgehen, den Fuß reinhalten und sagen, oh. Egon Rahier hat die Klimaanlage kaputt gemacht. Ja, das wird mich jetzt natürlich noch lange begleiten, die puttige Klima. Ja, vor allem in der Buslegerei, die ja auch demnächst weitergeht, sofern Venus dann mal wieder da ist und Zeit hat und Internet hat. Denn manche vielleicht immer noch gar nicht Kraft haben. Ich werd demnächst auch aussteigen und dann weißt du das. Ach so, schön, dann mache ich das alleine weiter. Na, wenn ich umziehe, ich habe das ja bei Alice Schwarzer schon mal angemeldet, dass ich gerne zum 25.05. gerne mein Internet in der neuen Wohnung haben möchte. Aber bis jetzt hat sich Alice Schwarzer noch nicht gemeldet, die sieht wieder alles nur schwarz. Ich bin mal gespannt, was kommt. Ja, wie gesagt, also ich werde, denke ich mal, so 3-4 Tage in der Woche dann ohne alles leben. Ich werde krampfartig zuckend in der neuen Wohnung sitzen und warten, dass der gute Mann vorbeikommt und mir das Ding wieder zum Leben erweckt. Und ja. Aber zum nächsten Let's Play werde ich wieder ohne er sein. Ne? Bin ich mal mutig, zuversichtlich. Das ist sehr schön, er macht also nach Eule macht dann erstmal ein paar Rotflüge über Helsinki. Damit sich nach Eule viel langweilt. So, bei mir ist gerade eine Etage dunkler geworden. Hinten habe ich schon die ersten Schnarchen. Seit die Klimaanlage wieder auf kein Zustand. Ich wollte es nicht sagen, aber ich glaube, ich werde das mal im vorderen Bereich wieder mal so ein bisschen machen. Mal gucken, ob wir den vorderen Bereich schlapp gemacht haben. Das Schnarchen nervt, Schnauze, kalt. So, Heizung aus, kalt gedreht, Packed Flow of Low. Jetzt sollte hier wieder High Noon im Gebiete sein, so mal gucken wir mal. Oh, ich sehe jetzt schon die Landebahn auf 160 entfernt. Ich sehe, du bist. Ey, sag mal, was machst du? Du bist jetzt schon mindestens auf Knute 40 Meilen bist jetzt schon vor mir. Da umso besser, dann kannst du zuerst hoch landen und ich stürze dir hinterher. Ich gehe mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit, aber noch ein bisschen. Seltsam, ja. Na, du bist dann auf 34,2, ne? Naja. Ich soll erst auf 8000 sein bei Punkt. Was mir denn auch erst bei Punkt Balti. Den müsstest du ganz ehrlich auch haben. Auf bald, aber weißt du, was mich danach wahnsinnig aufgiert? HK806 möchte ja gerne wieder Fluglevel 29.000 haben. Der Punkt darunter, HK0806. Was hast du für ein Fluglevel? Der zeigt aber mir nichts an und dann erst der Punkt danach, 832, da soll ich auf 220 km/h Knoten sein.
und 3000. Genau, und bei mir sagt er, bei HK806 möchte er mich nochmal auf 29.900 sehen. Das ist doch schön. Na, ich werde auf alle Fälle so machen, dass ich, warte mal, wie weit bin ich hier? Ich habe jetzt noch 331 Meilen, 305. Ey, irgendwas stimmt doch hier, aber ernst gewaltig nicht. Was hab ich denn hier für eine bescheidene Anzeige? Normalerweise. Doch, wenn man rumsteht. Ach, ich weiß, was der für ein Problem hat. Eingefroren. Ja, wahrscheinlich. Der Pilot ist betrunken. Ja, beim Fliegen, na, woanders ist doch wieder eine Maschine abgeschmiert, weil sie besoffen waren. Und irgendwo haben doch die Piloten in der First Class hinten ein Nickerchen gemacht. Das war doch jetzt den Tag irgendwo in der Zeitung. Das weiß ich nicht, auf jeden Fall, das passt ja auch gerade rein so ein bisschen. In Helsinki ist jetzt gestern, glaube ich, ist Lufthansa Airbus Boot gelandet. Ja, mit Flammen am Hintern, ne? War das ja, nicht so? Am Triebwerk, ja. Na, da gibt es sogar ein Bild, da haben sie von unten nach oben fotografiert. Macht man ja normalerweise, wenn man auf dem Boden steht. Und da siehst du, dass hinten so ein kleiner Flammkegel zu sehen ist. So, ich kriege hier aber auch gleich einen Flammkegel unter der Hose. Was ist denn jetzt hier los? Warum geht denn das hier alles nicht mehr? Warum bin ich jetzt... Warum ich die anderen? Das verstehe ich nicht. Der fliegt tapfer seinen Flugkurs und trotzdem zeigt er mir so einen Schotter an. Na gut, er sagt ja Preparation for Descent. Wir werden ihn, glaube ich, erst mal einleiten langsam. Weil ich bin jetzt noch, ich muss mal gucken, wie viel Meilen bin ich eigentlich noch entfernt. Ich habe das gar nicht mehr im Überblick, verdammt. EPU. Den Flugplatz müsstest du auch vor dir haben direkt, ne? EPU? Du dürftest mal so knapp 10, 15 Meilen oder was entfernt sein von dem Flugplatz. Ja, da liegt genau Punkt drüber, deswegen will ich das nicht mehr machen. Na, dann klicker doch mal da Airport an. Stimmt. Kein Beschluss. Da ist er schon angeklickt. So, also hier habe ich jetzt das. Also ich habe jetzt noch knapp bis zum Point of Descent 100, also 110, 115 Meilen. Dann möchte er, dass ich in den Sinkflug gehe. Runter auf 8000 und dann... nochmal schnell hochgeflitzt auf 29.000 und dann nochmal im Sturzflug auf 3.000 runterzugehen, damit auch meine Passagiere, die gerade noch ein warmes Essen zu sich nehmen, das Ding auch nochmal ordentlich durchgemixt kriegen und geschüttelt werden und steigen aus und sagen dann, James Bond war da nicht gerührt, nur geschüttelt. Was im Flug, ich komme ja nochmal wieder. Eingefroren, ich merke nichts mehr an meinen Beinen. Eingefroren? Apropos eingefroren, was sagt denn unsere Temperatur? Ja, hinten 0, vorne minus 2, Kopf mit 1 Grad. Ah, Alter. Aber das ist nur die gefühlte, die Windschildtemperatur. Die normale Windschildtemperatur ist im Cockpit minus 12. Da ist er, der typische Allzeit... mir ist kalt Ton. Zeitbereit, immer beleidigt. Immer beleidigt, so. Ja, jeweils sieht es kalt aus in der Schleuder. Ach, das ist doch schön. So, und ich werde jetzt mal hinten gucken gehen, ob das wirklich so kalt ist. Und werde mich gleich aus der frostigen Gruft die Höhle melden. Und werde mal gucken, ob ich vielleicht einen Esszapfen vom Bart eines Grandpas mitbringe. Aber ich stelle hier gerade fest, ich habe nicht eine einzige Wolke. Ich habe hier unter mir nur leichte Schleierwölkchen. Ja, vor mir so ein paar leichte Schäfchenbildchen, sonst geht's. Apropos, sonst geht's. Wie geht's dir? Ich sehe dich nicht mehr. Ja, ich bin aber schon langsamer geworden. Ich würde gerne noch ein bisschen runtergehen. Hast du Gegenwind, Rückenwind oder was hast du für einen Wind? Ich habe jetzt fast Rückenwind. Echt? Der Wind kommt bei mir aus 232 Grad mit 39 Knoten. Bei mir aus 312, schräg von vorne. Schräg von hinten, schräg links. Na, dann hast du aber. Ach so, du hängst dann irgendwo im Jetstream, dann pass mal auf. Weil du bist ja immer noch ein Stück höher als ich. Oder bist du schon runter? Ich bin auf 200 Knoten höher als du, also 34,2. 200 Knoten bist du höher? Fliegst du mit 480 Knoten? 200. Mal 200 Meilen. 200 Fuß. 200 Meilen höher!
Es reicht doch jetzt. 200 Meilen, wie hoch wäre man da? 400 Kilometer. 200 Meilen, 400 Kilometer kommt das hin? 300, 400 Kilometer? Das ist doch schön. Ich will schon mal einen Satelliten sehen. Na, ich glaube, da bist du sogar noch über den Satelliten. Da zählst du nur noch als Weltraumschrott. Luftbahn vom Mond. Ja. Nee, warte mal, der Mond hat doch gar keine Luftbahn, oder? Doch, der Mond hat auch ihn, die Sonne nicht. Hä? Warte, ich hatte halt keine Astronomie. Sowas gibt's halt in der jetzigen Zeit nicht. Das gibt aber Physik. Ah. Hat man da nicht in Physik? Ich kann mich ja nicht, ob das in Physik gehabt. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Zu lange her. Oh. Okay, ich geh mal gucken, was die Koffer halt machen. Ich bin gleich wieder da. Egon, bis gleich. Und wir beenden aber erstmal den Part. Ja. Tschüss. Egon haut an. Ja. Tja, Egon hat Tschüss gerufen. Und, wir wollen ein neues Ziel in Schweden oder in Norwegen. Das dürft ihr euch aussuchen. Irgendwo da wollen wir hin. Schreibt bitte eine Stadt in die Kommentare und ja, da wo auch immer ihr hin wollt, beziehungsweise wo wir hin sollen, das dürft ihr ja bestimmen und dann sehen wir uns morgen wieder im neuen Part auf dem Wege nach Helsinki und wir warten jetzt erstmal auf den Egon und dann geht's weiter. Bis dann, bis morgen und ein neues Ziel bitte jetzt ins Kommentar schreiben. Schreiben und dann bis denn.